Wie du Telegram auf deinen Desktop nutzen kannst, also auf deinem PC damit arbeiten kannst, das zeige ich dir in diesem Video und wir starten nach dem Intro, also bleib jetzt dran. Ja, um kein Video mehr von mir zu verpassen, abonniere jetzt meinen Kanal und betätige die Glocke. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du mir die gerne unten in den Kommentaren stellen. Ich werde die natürlich versuchen zu beantworten. Ja, Telegram wird ja immer bekannter, immer mehr genutzt, immer berühmter. Schön langsam löst das ganze WhatsApp so ein bisschen ab. So kommt mir das zumindest vor. Und ich war heute das erste Mal damit konfrontiert, dass ich etwas von Telegram, was mir ein Kunde gesendet hat, auf meinem PC brauchte. Mit WhatsApp nutze ich das schon seit Jahren. Da gibt es ja WhatsApp Web, nennt sich diese Seite. Da verbindet man sich ganz einfach mit seinem QR-Code und hat dann eben sein WhatsApp auf diesem Bildschirm, also auf den Desktop, den du jetzt hinter mir siehst. Und das Ganze funktioniert auch mit Telegram und da möchte ich dir ganz kurz zeigen, wie du das jetzt anstellen sollst. Ich gehe jetzt hier mal auf Google. Und dann gibst du ganz einfach ein Telegram Desktop und dann noch Chip. Das ist Chip.de, das ist eine sichere Download-Seite. Da ist es jetzt bei mir das erste Ergebnis. Da klickst du dann drauf. Und hier kannst du völlig kostenlos dieses Download Telegram for Desktop downloaden. Das ist dann ein Installationsprozess, der dauert keine 2 Minuten, ist wirklich einfach, wenn das heruntergeladen ist, einfach die Schritte durchgehen und dann, wenn das erledigt ist, ich habe das jetzt natürlich schon gemacht, dann hast du hier diesen Telegram-Icon und da klickst du dann einfach 2-mal drauf, wenn du das brauchst, dann öffnet sich das. Und okay, ich bin jetzt schon verbunden, weil ich es eben gerade zuerst gebraucht habe, aber normalerweise musst du dann auch mit dem QR-Code, das wird dir alles genau erklärt, gehst du einfach mit dem QR-Code hier auf mit dem Smartphone auf den Bildschirm und dann bist du verbunden und dann kannst du hier eben alles hier auf deinen Desktop nutzen und downloaden. Wenn du zum Beispiel Bilder von jemandem bekommst, ich habe eben heute Fotos von einem Kunden bekommen, die ich weiterleiten musste, oder wenn du in irgendwelchen Marketinggruppen oder so bist, wo Audios reingestellt werden oder Videos, die du vielleicht lieber mal in Ruhe dann auf deinem PC ansehen oder anhören möchtest, dann kannst du dir das hier alles problemlos runterladen. Eine tolle Sache und mehr ist nicht dahinter. Also einfach hier mit dem QR-Code dann einmal hinscannen und dann bist du mit dem Smartphone verbunden und dann kannst du das problemlos auf deinen Desktop nutzen. Und mehr ist nicht dahinter, mehr war es nicht und das wollte ich dir kurz zeigen, fände ich auch wieder eine tolle Sache. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über ein Gefällt mir freuen, hinterlass mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für meine nächsten Videos und ich hoffe, dort sehen wir uns wieder. Bis bald.